Hallo Freunde, da habe ich doch gerade mein Headset vergessen, mein Mikrofon anzuschließen. So, ja, hier bin ich wieder. Das kann ja mal vorkommen, da habe ich gerade mein Mikrofon vergessen anzuschließen und ja, ich bin schon mal ein bisschen vorgegangen, wie ich letztes Mal gesagt hatte. Gut lang halt. Und zwar wollte ich jetzt einen Wasserfall und ja, ich finde das einfach hier nur wunderschön. Ist doch schön sowas. Ein Wasserfall und dann, das war ja letztes Mal noch halt völlig in der Nacht oder so, total dunkel und jetzt mitten am Tage kann man da hochgucken. Und ja, wenn man will, kann man hier angeln gehen. So, gehen wir mal wieder raus. Ich wollte mal kurz die Pfahl gucken, hier den Originator mal laufen lassen. So, jetzt gehen wir mal oben. Hupsala. Mal gucken, was er denn. Ja, mein Stein. Brauche ich Werkzeug, klar. Aber mal so schräge hoch kann man da auch noch. Ja, da geht auch noch weiter, aber. Okay, das hier ist ein bisschen steil. Hau, hopp. Mal nicht hoch. Ne, kommen wir nicht hoch. Hier sind viele Lichter, die vom Himmel kommen. Und hier haben wir auch wieder die Weite der Natur. Aber Wasser haben wir ja in letzter Zeit viel zu viel gesehen. Also ja, ich hatte genau in der letzten Folge. Oh, was war denn da? Da habe ich gedacht, auch am Anfang, hallo, da bin ich wieder und so weiter. Und man könnte sich vielleicht da gefragt haben, ja, warum? Wo war denn die erste Folge? Ja, ich habe die erste Folge für mich aufgenommen, lief auch alles irgendwie, aber wurde, warum auch immer, nicht gespeichert. Aber in der ersten Folge, wie gesehen, eigentlich in der zweiten, habe ich nur die Strohhütte gebaut, das Bett, Feuer und die Kiste und mehr war ja auch nicht. Und wenn man hier auf der Karte guckt, ich meine, ich bin immer noch hier oben. Also, ne? Wir haben da noch einiges, ja, zu erkunden. Und war nicht der da, da hinten ist so ein, eine Art Turm, was anders aussieht als der hier. Naja, keine Ahnung, aber da jetzt in den nächsten zwei Folgen oder was denn kommt, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ja, ist Folge 1 nicht gespeichert worden, warum auch immer. Und somit hat man halt eben nicht sehen können, wie ich da die Strohhütte gebaut habe, das Feuer und so weiter. Aber gut, ist jetzt auch nicht so wichtig. Dann haben wir die halt eben schon fertig in der zweiten Folge. Und ja, ich denke mal, ist auch nicht so schlimm, dass man das jetzt halt eben nicht gesehen hat. Sind das Schafe? Wie süß. Das ist ja geil. Sogar ganz normale Tiere.
Okay. Also mal jetzt in dem Sinne normale Tiere, keine Dinos oder sowas in der Art. Ja, Charakter, der fühlt mich nicht so schön. Ein, ja. Okay. Was für ein Level hat der? 55. Ich habe schon viele Tiere hier und die Dinos gesehen mit 55 und alle. Wow. Level 20. Wie sieht es denn aus, wenn wir so einmal ja, angreifen würden? Ja, 140. Nein, der ist mir zu hoch. Level 20 war hier jetzt im Moment der kleinste, habe ich gesehen. Ja, oh, Alter, die machen hier meinen Haufen. Oh. Zum Glück gibt es hier kein Geruchsfernsehen. Okay, der hat Level 20. Gucken wir mal, ob wir den kriegen können. Oh, da rennt er gleich weg. Er rennt weg. Oder sie rennt weg, keine Ahnung. Oh. Ja, mal richtig Echsen hier. Oi, das arme Schaf. Aber ich bin alleine. Oh, ein Bison. Auf der Insel. Und ich muss essen. Wow. Im Moment noch bewusstlos, aber nein. Hallo? Oh, der kommt von da hinten. Warum kommt er von da hinten angelaufen? Kommt da was Großes? Hoffe nicht. Okay. Das hat mich ein Level hochgebracht. Hammelfleiß. Okay, Leder und Pelz. Wow, Alter. Gut, das reicht erstmal. Ja, ich bin sowieso überladen. Toll. Mal gucken, was haben wir denn? Oh, Alter. Wir sind jetzt auf. Viel zu viel. Das kann man ja alles gar nicht essen. Mann. Okay. Weg, 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 weg. Das ist ja viel zu viel. Und weg, und weg. Das eine sah aus wie Leder. Warte mal. Das Leder. Das nehme ich nochmal mit. So, und. Und weiter. Oh, das hier wiegt allerhand. Was ist das nochmal? Pelz. Uhuhu. Das können wir mal aufteilen. Mal sehen, warte mal. Wie geht das damit? Halbieren. Hm, 20 ablegen. Das reicht noch nicht. Also. Sind immer noch zu schwer. Gut, sind zwar immer noch schwer, aber gehe mal nach die ja. Wie machen wir es am besten? Warte mal.
Eine Kiste, da fehlt 10 Holz, oder? Eins, hä? Was? Ach nee, das war das Bett, das Ding da. Genau, das war die Einblendung. Gut, da fehlt etwas Holz. Die anderen sind mir zu weit weg. Mal hier noch mal kurz was ablegen. Dann sind wir doch ein bisschen schneller mit dem Leder. Können immer noch nicht laufen. 11 Minuten. Da sind Steine. Weg mit die Steine. Okay, jetzt kann man laufen. Hier sind wir wieder zu langsam. So, einmal eine Kiste bitte. So, dann tun wir die Kiste mal hier hin, wo die dicken Felsen sind. So. Und jetzt muss ich hier noch mal eben gucken. Ja, meh. Weg damit. Hey. Flieg nicht so hoch, mein kleiner Freund. Die Sonne brennt da oben heiß. Nur damit du es weißt. So, Vorsicht. Deine Nase. Wo sind denn jetzt die Sachen, die ich abgelegt habe? Hier. Und ich kann mich wieder nicht bewegen. Hopp da. Oh Mann. Ey, diese Felle, die sind ja auch sowas von schwer. So, warte mal, jetzt habe ich da wieder 11 Minuten mehr Zeit. Okay. Da sind die anderen Felder. Okay. Müssen wir halt mal die paar Meter ein bisschen langsamer gehen. Immerhin haben wir denn 11 Minuten Zeit, um noch ein paar Lieder wieder zu holen. So, Kiste auf und Leder rein.
Und nochmal Leder rein. Nehme ich nochmal diese Tür da rein, den Türrahmen da rein. So, Holz kann auch nochmal da rein. Und da, oh Alter, nochmal schweres Leder. Und hier auch nochmal 190 Fasern. So. Jetzt wieder zurück. So. Dann würde ich sagen, Mann, wie viel hat er denn bei sich, sag mal? Der liegt immer noch, da kannst du immer noch was rausholen aus dem. Na, das wäre jetzt doch ein bisschen zu langsam. Alter, Fleiß ohne Ende. So, das, was ich jetzt hier an Pelz gesammelt habe, erstmal dürfte wohl eine Weile reichen. Da ist die Kiste. Verdorben, das brauche ich nicht, das kann weg. Fünf Fasern. Und wow, einen dicken Pelz. Gut, brauche ich zwar jetzt noch nicht, aber wer weiß, vielleicht irgendwann später mal. Oh, und so viel zu essen. Moment, hier haben wir noch ein bisschen Leder. Kann auch da rein. So. Ja, und das mit dem Grillen. Mal gucken. Für das Lagerfeuer brauchen wir jetzt zweimal Holz und 16 Steine. Zwei Holz, 16 Steine. Zwei Holz hätten wir. Aber da habe ich jetzt keine Steine drin. So. Dann basteln wir uns mal ein schönes Lagerfeuer wieder. Und wo machen wir es hin? Vielleicht. Ja, klar, hier. Hoppala. Denn hier neben. So. Wie sieht denn mein Hunger da aus? Nahrung. Ja, doch. Tun wir mal Hammelfleisch da rein. Und Holz haben wir. Im Moment nicht. Ein Stroh, das wird aber glaube ich nicht reichen. Das Verdorbenfleisch. Geben wir noch mal zwei, drei Holz. So, dann packen wir das Holz da rein. So. Und gucken erstmal, wie das eine Fleisch dann
auf uns da anspringt, hätte ich was gesagt. Mal sehen, wie das schmeckt. Das normale rohe Fleisch, das wir hier haben, das bringt, glaube ich, 20 Punkte. 20 Gesundheitspunkte. Das muss ich nochmal nachher testen, irgendwann. Das ist wieder Kohle. Die können wir gleich wegschmeißen. Na, das dauert aber. Und wir braten. Okay. Haben wir 2 Coin jetzt gekriegt oder sowas in der Art. Gut, mal gucken. Wir haben jetzt Nahrung 56. Jetzt essen wir das. Wow. Das geht ja eindeutig höher als das normale Fleisch. Von 56 auf 91. Hoho, das schmeckt uns sogar noch besser wie das normale Fleisch. Okay. Dann wissen wir ja Bescheid, dass man das noch, damit noch besser seine Gesundheit, ich weiß gesagt, auftanken kann. Seine Nahrung. Einen Punkt haben wir, den können wir, ja, vergeben. Wohin? Nochmal auf Gesundheit. Level 11. Gut. Das ist verdorben. Das will ich nicht essen. Haben wir noch was Verdorbenes? Da unten, ne? 32, genau. Brauche ich nicht im Moment. Weil hier nicht jetzt die Zeit abgelaufen, wieder was verloren ist. So. Da hätten wir normalerweise etwa 6 Minuten für das rohe Fleisch. Moment, da gucke ich mal eben. Einmal das da rein, das raus. Hier habe ich jetzt das normale rohe Fleisch. Moment, wo ist denn? Habe ich da jetzt eben das andere viele Fleisch weggeschmissen? Ne, ist alles nur verdorben. Hä? Ich hatte doch mehr von dem Hammel. Oder war alles gleichzeitig verdorben? Das ist natürlich möglich. Deswegen hat er eben so viel. Öl. Ach, das Öl kann erstmal da rein. Das kann auch da rein. Sieht aus wie ein Stoßzahn. Was ist das rote hier? Paprika? Hier sind die Tintobeeren-Samen. Keine Ahnung, ob ich die irgendwann mal brauche. Steine können vielleicht erstmal weg. Lass mal sehen. Ja gut, von 6 Minuten oder was auf knapp 12, bei ihrem eher noch eben hatten wir noch 11, hat sich die Haltbarkeit verdoppelt, sag ich mal. Von mir aus. Okay, das
kommt dann hier unten rein. Aber meine Gesundheit ist noch gut. Also die Nahrung, ja. Haben wir ja gesehen, wie hoch das ging von 51 oder was auf. Eben so hoch hier. was ist das denn hier? Wunderkerze? Wo haben wir die denn her? Kann an einer Fackel oder Wandfackel angebracht werden. Hä? Wie? Und dann Wunderkerze spendet Licht und ein wenig Wärme. Kann auch am Sattel montiert. Aha. Aber das ist Haltbarkeit 3 von 40. Was soll das denn heißen? 3 von 40? Gut. Wir müssen das reparieren. Ein Holz, ein Stein. Ein Holz, ein Stein. Warte mal. Das machen wir mal eben noch schnell und dann müssen wir auch wieder die Folge beenden. Ein Holz, ein Stein. Und reparieren. Ah. Wunderkerze, Wunderkerze. Kann man sogar mit hauen. Und die kann man auch am Sattel anmachen. Wenn man irgendwie reiten kann. Die habe ich euch jetzt nur so alleine in der Hand und nicht an der Fackel. Okay. Da ist eine. War da eben nicht eine 3? Jetzt haben wir eine 2? Hä? Mal wie auch immer. Dann ist jetzt die da anstatt meine andere Fackel. Okay. Dann ist die andere Fackel im Moment weg. Nur ob die dann jetzt hier im Dunkeln heller ist als die normale Fackel, weiß ich nicht. Die scheint auch irgendwie eher kaputt zu gehen als die normale Fackel. Aber gut. Können dann bei Gelegenheit auch noch mal eine andere Fackel bauen, wobei da haben wir ja noch was für. Und wenn ich jetzt die noch mal baue, dann hätten wir doch eigentlich 2 Lichtquellen, ne? Aber die Fackel muss ich auch mit der rechten Hand halten, also bleibt sich gleich. Na gut, dann würde ich sagen, für heute erstmal hier Ende. Und ja, nächstes Mal mal gucken, wo wir dann hingehen. Irgendwie glaube ich, war es in die Richtung oder so. Da hinten war ja noch so ein komischer Turm. Okay, dann sage ich erstmal danke fürs Gucken und ja. Ich gehe nächstes Mal mit euch weiter zusammen in die Richtung, wo ich hin wollte oder auch nicht. Also dann, macht's gut, Leute, und bye bye.